Wisst ihr, es gibt ja sehr, sehr wenige Arbeitsplätze, wo ich sage, wow, das hätte ich auch gern. Aber der Günther hat einen, wo ich sage, boah, das würde ich auch gern machen. Und wir dürfen ihm gleich über die Schultern schauen. Er hat ein kurzes Video geschickt und es ist imposant und interessant. Grüße Sie und grüße euch. Zuvor schauen wir kurz auf die Wetterlage. Es gibt so viel Wehklagen, weil die Hauptläufe sowohl des amerikanischen GFS-Modells, auch des europäischen EZMWF-Modells, das machen, was ich euch heute Morgen gezeigt habe, nämlich dass auf den Atlantik das Tief durchbricht und wir kommen auf die Vorderseite in die milde Luft. Und einige sagen dann, oh, es hat sich alles verändert, es ist alles gekippt. Gekippt ist überhaupt nichts. Die Wetterlage ist exakt gleich, nur die Auswirkungen sind ein bisschen anders. Und wir starten mal kurz mit den Ensembles, den 15- bzw. 16-Tage-Trends, und Österreich und die Schweiz haben wir diesmal auch drin. Die rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe. Die weiße Linie das Mittel aller Modellberechnungen, die wir in Bund finden. Unten sind die Niederschlagssignale und diese beiden Linien hier sprechen für minus 10 und minus 5 Grad in 1500 Meter Höhe. Und alles, was dazwischen stattfindet, bringt auch definitiv im Flachland Schnee. Und jetzt sind nur ein paar Läufe dabei, die ganz, ganz weit nach oben gehen. Das ist diese Tiefvorderseite. Und das werden wir bei dieser Wetterlage immer und immer wieder haben. Diese Möglichkeit, diese Option und auch diese Gefahr. Der große Rest bleibt unten und auch das Mittel. Und solange diese Linien mit der Größenbündelung hier unten sind, bleibt das so. Wenn das allerdings alles nach oben geht, dann kommt tatsächlich eine Änderung der Wetterlage. Und diese Ausreißer hat es die ganze Zeit über immer gegeben. Da hat sich nichts verändert. Es haben nur die Läufe kurz das Kleid gewechselt. Und da ist übrigens auch eine Menge Schnee drin, selbst für den Norden Deutschlands. Gehen wir in den Westen. Ähnliches Bild. Da ist das Mittel ein bisschen höher im Vergleich zur langjährigen Abweichung. Auch hier die Läufe, die weit nach oben gehen, die sind dann drastisch. Die bringen über 10 Grad in 1500 Meter Höhe. Und die Niederschläge auch Ende November, Anfang Dezember. Das geht erst hier langsam fummelnderweise los ab dem Wochenende und zu Beginn der neuen Woche. Aber Richtung Ende der nächsten Woche, da kommt das Hauptaugenmerk dann auf die Niederschläge. Teils als Regen, das sind die Läufe hier oben, teils als Schnee hier unten. Und diese Läufe hier, die unten sind und auch Niederschläge bringen, die würden dann auch an Rhein, Main, Mosel und Ruhr und Saar Schnee bringen. Im Osten sind wir im Vergleich zum langjährigen Mittel wieder deutlich tiefer unten. Eine große Bündelung an kalten Läufen, die auch Niederschläge bringen würden, dann meist in der Form von Schnee mit den obligatorischen Ausreißern, die nach oben gehen. Im Süden Deutschlands ist das Ganze noch viel, viel ausgeprägter. Logischerweise sind wir hier an der Warmluft näher dran über dem Mittelmeer, wenn wir eine Tiefvorderseite haben. In Verbindung mit Föhn, dann geht das mal nach oben, aber dann auch wieder runter. Die meisten Läufe sind hier unten und einige gehen sogar ganz weit runter auf unter minus 10 Grad in 1500 Meter Höhe in Verbindung mit Niederschlägen. Das hieße dann mäßiger Dauerfrost, sprich unter minus 5 Grad und auch Schneefall. Da sind viele winterliche Läufe drin und einige, die sind eben extrem mild. Das ist das Zünglein an der Waage. Wo liegt das Tief? Und da werden wir die nächsten Tage noch mit zu tun haben. Jetzt gehen wir mal in die Schweiz, auf die Westseite der Alpen. Da sehen wir das Gleiche. Eine große Bündelung an kalten Läufen und einige, die extrem weit nach oben gehen. Ein Lauf ist dabei mit 15 Grad in 1500 Meter Höhe und auch den Niederschlägen. Das sieht im Prinzip überall gleich aus. Wenn wir auf die andere Seite der Alpen gehen, Wien, Österreich, Ostalpen. Erstmal sehr milde Temperaturen, dann unterdurchschnittlich und schaut euch mal den Range an. Von minus 12, minus 13 Grad bis plus 15 Grad ist alles vorhanden und wie die Läufe nach oben rennen und dann auch wieder abstürzen, ein großes Hin und Her steht uns da bevor, mit allerdings wenigen Niederschlägen. Und zu guter Letzt noch der Blick auf die Alpen-Südseite. Da ist das ähnlich hier für Südtirol, auch leicht unterdurchschnittliche Temperaturen. Wenn dann Niederschläge aufkommen, sind die sehr ergiebig. Das sind in dem Fall die Lagen, die eine Südlage bringen. Da klatscht dann alles gegen die Alpen hier mit viel Regen und Schnee. Und auf der Alpen-Nordseite hätten wir Föhn und über Deutschland beispielsweise dann die sehr warmen Temperaturen in 1500 Meter Höhe, wie heute gezeigt. Gehen wir kurz das Gemittelte alles durch für Tag 5. Das wäre in dem Fall der Sonntag, wo die Kaltfront zu uns ziehen soll. Die kommt schleifenderweise rein. Einige Modelle berechnen sie, dass sie bis Montag früh an die Alpen klatscht und hier Schnee bringt. Andere lassen sie schleifen. Andere wiederum lassen sie nach Südwesten durchbüchsen. Bei uns passiert gar nichts. Das ist auch noch nicht sicher. Es kommt darauf an, wie viel Schwung dabei ist. Ich habe extra zwei Pfeile reingemacht. Wenn der Pfeil deutlich nach Süden geht,
hier mit den Temperaturen in 1500 Meter Höhe, dann bleiben wir zumindest im Süden und im Alpenraum auf der Vorderseite. Der nächste Schlag kommt dann im Laufe der kommenden Woche. Das wäre für Tag 10 der Freitag, Freitag der 27. Hier mitten im Trog. Aber auch da erkennen wir, die Trogachse liegt leicht westlich von uns. Wir können also ziemlich schnell auf die sogenannte Vorderseite kommen, dann wäre es milder, oder eben auf die Rückseite und dann ist es sofort kalt. Das ist eben das Zünglein an der Waage. Da machen wenige hundert Kilometer der Lage des Tiefs eine ganze Menge aus. Oder wenn sich hier ein Randtief bilden würde, bildet sich das Randtief da, sind wir im tiefsten Winter, bildet sich das Randtief da, dann ist es fast schon frühlingshaft. Und dann noch für Tag 15, das ist nur noch die Temperatur in 1500 Meter Höhe, der Kältesack. Der ist schon da. Und jetzt sind wir an Tag 15 und da soll das Ganze dann doch deutlich weiter nach Südosten ausbüchsen. Hier am italienischen Stiefel und über dem Baltikum läge ein Tief, dann noch eins über Skandinavien und dem Nordmeer. Und diese Tiefs brächten jeweils kalte Luft. Auf der anderen Seite versucht es der Atlantik auch dagegen. Der ist allerdings sehr schwach auf der Brust mit einem schwach ausgeprägten Tief, was auch so bleiben soll. Und die Hauptkälte liegt noch über uns. Da ist viel Musik drin und auf der anderen Seite positiv formuliert auch sehr viel Spannung. Und es wurde sich gewünscht. Und dann schauen wir dahin. Kurz die Weihnachtsläufe. Jetzt ein paar unspektakuläre. Das ist der 12er Lauf von CFS gestern Abend gewesen. Nochmal zur Erklärung. Das CFS-Modell ist sozusagen der große Bruder oder Bruder des GFS-Modells und rechnet bis zu 9 Monate im Voraus. Viermal am Tag, alle 6 Stunden. Das kann man natürlich nicht für bare Münze nehmen. Aber wenn etwas immer und immer wieder berechnet wird, und zwar nicht nur für einen Tag, sondern generell, dann kann man da eine gewisse Struktur rauslesen. Und hier hätten wir in dem Fall für Weihnachten so ganz knapp weiße Weihnachten. Und ein paar Tage später würde das Ganze Anfang Januar durchrauschen ins Mittelmeer und wir hätten eine richtig kalte winterliche Lage. Und was erkennen wir an dieser Lage? Drum zwischen den Zeilen lesen. Es ist diese Struktur, die momentan sich entwickelt mit dem blockierten Atlantik und dem Tief weit westlich und südwestlich von Grönland. Insofern ist das eine relativ schlüssige Berechnung. Nicht, dass das eins zu eins so kommt, sondern dass die Grundstruktur der Großwetterlage so erhalten bleibt. Der 18er ist schnell erklärt, gleiche Wetterlage wie derzeit, nur dass wir ein Hoch dann über dem Baltikum haben und eine Ostströmung. Da wären zumindest im Alpenraum und im Süden Deutschlands ein paar Schneefälle dabei. Da braucht es keine ganz große Kälte, da reicht allein die Lage. Und auch hier wäre der Atlantik wieder ausgeschlossen. Und dann habe ich euch auch heute Morgen erzählt, dass es da einen sauinteressanten Lauf gegeben hat. Und zwar war das der 18er Lauf von vorgestern. Der wäre jetzt zum Beispiel für Heiligabend. Ist eine unwinterliche Lage. Würde im Erzgebirge und im Harz Schnee bringen in höheren Lagen, ansonsten ist es ziemlich siffig. Die Lage ist im Prinzip auch wieder ähnlich wie jetzt, nur dass da ein bisschen mehr Kaltluft über dem Nordwestatlantik ausbricht. Aber die Blockadelage an sich ist eben ähnlich. Und jetzt gehen wir nur 3 Tage weiter und es findet eine retrograde Verlagerung statt. Das bedeutet, die ganzen Wettersysteme ziehen von Ost nach West. Da haben wir den Tiefdruck, aber dieser Hochdruck verbindet sich hier und das Tief, das hier war, zusammen mit dem verbündet sich und wird zunehmend zu einer östlichen bis nordöstlichen Strömung dann über Mitteleuropa. Nicht mit wahnsinnig kalten Temperaturen, aber mit Schnee. Und jetzt machen wir was Folgendes. Das ist wohlgemerkt ein Modelllauf für den 27. Dezember. Jetzt legen wir mal diese Karte drüber. Und die Druckgebilde sind fast gleich. Jetzt sortiere ich die nur ein bisschen. Die sind fast identisch. Und schaut mal aufs Datum. Das war der 24. Dezember 1984. Da hat es übrigens an Heiligabend nachmittags angefangen, im Süden Deutschlands zu schneien. Bei Windstille, das war, das habe ich selbst erlebt, wie im Märchen. Und diese Struktur, was glaubt ihr, was daraus gefolgt ist? Das ist jetzt keine Vorhersage, sondern das ist nur die Spannung eben der Modelle, der Wetterlagen und der möglichen Entwicklung bei diesen Strukturen. 2 Wochen später, Anfang Januar, kam diese Lage komplett blockiert. Die Lage, die jetzt übrigens auch immer mal wieder berechnet wird. Nur jetzt Ende November, Anfang Dezember kommt nur in Anführungszeichen die minus 10 in 1500 Meter Höhe. Und damals waren es fast minus 20 Grad in 1500 Meter Höhe mit einem riesigen Kälteknubbel. Und da begann eine sehr, sehr strenge Witterungsphase. Und keine Fahrzeuge sind gefahren. Fast keine. Damals. Nur der Schulbus. So, und jetzt schalte ich zu Günther rüber. Viel Spaß. Servus Kai, liebe Wetterfreunde. Heute bin ich in der Granatspitzgruppe der Hohen Tauern.
im Salzburger Land in Österreich. Ich messe Niederschlag und Schnee für das Land Salzburg. Vor uns ist der Stubacher Sonnblick und der Gletscher darunter ist der Stubacher Sonnblick-Gäß. Wir blicken weiter zum Alpenhauptkamm. Jetzt sehen wir direkt den Alpenhauptkamm. Vom Süden kommt feuchte Luft, Wolken, Nebel und am Alpenhauptkamm wird diese feuchte Luft drüber gedruckt und wenige hundert Meter oder Kilometer hinterm Alpenhauptkamm trocknet der Föhn die Luft auf und die Wolken verschwinden. Und so geht es den ganzen Tag. Den ganzen Tag kommen Wolken und lösen sich wieder auf. Da unten das Gebäude ist die Rudolfshütte und vor mir ist ein sogenannter Totalisator oder Ampometer und hier messe ich den Niederschlag des vergangenen Monats. Da oben regnet es und schneit es rein. Die Schneeflocken schmelzen sofort in diesen Behälter, weil in diesem Behälter ist Wasser, das stark mit Frostschutz zugesetzt ist. Und so wird schon seit Jahrzehnten hier gemessen. Alles analog, nichts digital, oldschool. Links der Berg neben dem Totalisator ist das Kitzsteinhorn. Da wird heute Ski gefahren natürlich, aber auf der Rückseite, wo ein Gletscher ist, wo man Skifahren kann. Wir sehen die Vorderseite, die ist steil, felsig und südlich aus dem Gletscher. So, und jetzt sind wir da herum, auf dem ca. 7-8 Meter hohen Turm. Und das ist die Öffnung, wo es reinregnet im Sommer. Und jetzt von Oktober bis Mai schneit es hier eigentlich fast ausschließlich. Es schneit da rein und da ist eine Flüssigkeit drin, die ist stark mit biologisch abbaubarem Frostschutz versehen und damit es immer flüssig bleibt. Und die Veränderung der Höhe dieses Flüssigkeitspegels ist der Niederschlag des vergangenen Monats. Ja, liebe Freunde, das war's wieder von mir. Ich wünsche euch alles Gute, einen schönen Tag. Ciao.